Alter, krass. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ankunft in Anor Londo. Londo, Londo, Londo. Viel Erfolg. Na danke, Mann. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe mal, da kommt bald ein Leuchtfeuer. Vor dir, tolle Aussicht. Also ich muss schon sagen, das sieht richtig geil aus. Aber es sieht auch richtig gefährlich aus. Ich freue mich nur gerade, dass ich den Boss geschafft habe. Durch scheinbar Bug-Using. Er ist einfach runtergefallen. Euer Ernst jetzt? Okay. Ich habe 20.000 Seelen. Das wisst ihr. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Ne? Ne? Ihr seid ganz freundlich. Leuchtfeuer. Links Leuchtfeuer. Links Leuchtfeuer. Links Leuchtfeuer. Wo links? Gelobt sei die Sonne. Also hier ist definitiv nicht links, aber ich habe bis jetzt noch kein Leuchtfeuer gesehen, Tobi. Links! Wo zum Geier soll links sein? Tobi, du hast eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Durch die Tür, links. Durch die hier? Ja, Tobi, danke. Aber da hätte ich jetzt eher als nächstes geguckt, weil zu den anderen Typen wäre ich nicht gegangen. Brauchst Kopf. Ich brauche gar nichts, Mann. Aufsteigen. Gott im Himmel. Oh Gott. Vitalität zweimal. Ja, und dann reicht's nicht mehr. Fuck, ich kann nur zweimal aufleveln. Ja, dann einmal Vitalität und einmal Stärke, oder? Klingt doch super. Oder soll ich Beweglichkeit? Nee, Stärke und Vitalität. Jo. So, mein Guter, was ist denn los? Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Danke. Oh, ich habe keine Feuerhüterseele. Ich rede einfach nochmal mit dir. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. Nice. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Mm-hmm. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Cool. Yet never shall the keepers of these flames meet. Oh, schade. Nochmal reden, solange bis sie sich wiederholt. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Und nochmal. Okay, alles klar. Jetzt wiederholt sie sich, also tschüss. Brauchst Kopf? Welchen Kopf? Werde ich vielleicht noch rausfinden. Ich habe eine Vermutung, weil Tobi hat mir da ein bisschen was erzählt. Mit Leuchtfeuer und so. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt stark genug bin, die platt zu machen. Deswegen werde ich den Alleinstehenden da erstmal plätten und gucken, ob ich gegen den überhaupt bestehen kann.
Okay, die brauchen ein bisschen. Oh, das macht ihm, das lässt ihn zusammenzucken. Schön. Aua. Das lässt mich zusammenzucken. Das lässt mich sogar töten, ey. Na gut. Na gut, mein Großer. Oh, fuck, ey. Na genau, komm mal hierher, komm. Wisst ihr was, ich probiere einfach mal was aus. Ups. Hat das was gebracht bei dem? Nö. Vielleicht ein bisschen. Na komm. Wow. Wow, Mann, okay, der kommt damit sehr weit. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Alter. Jetzt stirb. Danke. Okay, den ersten hätten wir. Dann den nächsten. Ich will nur einen anlocken. Ja. Ich will nur einen haben. Ah, ich habe ja sogar die Wurfmesser noch. Wunderbar. Und bomb. Und bomb. Und bomb. Wow. Wow, 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 wow. Mein Großer, hä? Was geht? Du Urgestein. Whatever. Hey, ich bin ausgewichen jetzt, ohne Scheiß. Naja, egal. Okay, so langsam wird es doch unangenehm. Haha. Opfer. Schnell was trinken. So, komm mal mit ans Tageslicht. Hier ist doch viel schöner. Willst du nicht? Oh. Ich bin dein Meister. Komm raus jetzt. Okay, er will nicht raus. Na gut. Aua. Es tat weh. Hm, wie mache ich den jetzt platt? Das ist jetzt... Ja gut, jetzt geht er wieder ein Stück rein. Gut, wenn er nicht raus will, dann muss ich halt doch hier kämpfen. Jo, so geht es. Alles klar. So. Nummer 2 und Nummer 3. Und dann haben wir sie. Da ist nämlich eine Kiste, die will ich haben. Warum ich den allerersten gemacht habe, ich wollte einfach nur gucken, was die machen. Und ob ich die besiegen kann. Aber ich fühle mich stark genug, auch ihn zu besiegen. Aua. Blöder Penner. Aua. Danke für gar nichts. Schnell trinken. Okay. Das macht ja nicht so viel Schaden an meiner Ausdauer. Jawohl. Au, okay, das war dumm. Da war ich irgendwie... Im Prinzip ist das eine kleine Variante von dem Boss, gerade eben.
Mann, ey. Nicht übermütig werden. So. Die Gegner sind auch assi nervig. Ja, die sind halt... Also... Alter, jetzt habe ich gerade Angst, wenn ich die Kiste aufmache und der Typ aufs Maul rauskommt. Aber die Kiste sollte safe sein, ja. Dämonentitan. Naja, du lässt mich in Ruhe, ne? Jo. Tschüss. War schön. Gut. haben wir die Kiste auch? Dann gucke ich nochmal hier. Was war denn hier? Ich habe hier zwar nichts gesehen, aber es hieß ja, wenn du zum Gwyn, zum Schloss von Gwyn möchtest, immer geradeaus. Also muss es hier irgendwie weitergehen. Gwyn. Gwyn. Nein, nein. Oh Gott. Das war jetzt keine Absicht. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Brauchst Menschlichkeit. Ich wäre gerne wieder mitgegangen. Oh. Ein Glück. Okay, mal ganz kurz gucken, was ist denn da unten? Habe ich doch was gesehen. Oh. Sieht interessant aus, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Oh Mann, nee, das ist voll geil. Wartet, wir haben schon... Fuck, wir haben schon 10? Wann habe ich angefangen? Um 7. Also eigentlich um 8. Also 8, 9, 10. Ja, 2 Stunden ungefähr spiele ich jetzt schon. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen, ein bisschen. So. Aufsteigen kann ich immer noch nicht. Nee, dazu fehlen mir ungefähr 1000 Seelen. Aber die kriegen wir auch noch. Habe ich die schon gelesen? Vor der Menschlichkeit. Gelobt sei die Sonne. Also ich brauche Menschlichkeit, um da runter zu gehen, scheinbar. Ist ja kein Thema. Kriegen wir hin. Skelett? Fragezeichen. Versuch's mit Labyrinth. Hinterteil. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, die Statue, die symbolisiert einen Boss. Oh nein. Nein, Tobi hat's mir gesagt. Danach kommt nur noch... Oh nein. Pyromantie. Versuch's mit Pyromantie. Ja, ich hab keine. Fuck. Seht ihr den Fetten da? Das ist das nicht Smaug? Oder der andere? Dieser Doppelboss? Einer von den Doppelbossen ist das. Also eine Statue. Davon. Alter. Hab da keinen Bock drauf. Oh, der sieht grün aus. Heißt es, der ist jetzt voller Moos oder heißt es, der ist einfach nur super episch? Moment, lasst mich mal ganz kurz was gucken. Die sind respawned. Das heißt, die Fetten spawnen auch wieder. Ach, scheiße. Egal, schaffen wir. Ein Wurfmesser habe ich noch, um den wegzulocken. Ja. Genau. Also gut, mein Großer. Auf ein neues. Ja, das macht ja nicht so viel. Ja, das haben die überhaupt nicht gern. Okay, er springt freundlich umher. Oh ja, der erwischt mich damit immer. Na komm. Oh je. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem.
Oder auch nicht. Ein Estus für den verschwenden, das kann man machen. Das ist okay. Ich hoffe halt echt, dass das eine Statue ist. Aber ich glaube, und die andere auch. Ich glaube, die zwei Statuen dort, gegen die muss ich gleich kämpfen. Und zwar gleichzeitig. Ich freue mich schon drauf. Na, Tobi, da freuen wir uns auch alle drauf. Ja, und jetzt wegspringen. Springen wollen, hä? Ja, wieder, hä? Oh, wunderbar. Ich muss nur nah an ihn ran und dann ausweichen. So. Hier, der da. Jo. Ich glaube, das ist einer von den beiden und der andere wird dann wohl der andere sein. Okay, die scheint safe zu sein. Funkeltitan. Jetzt haben wir einen Dämonentitan und einen Funkeltitan. Du bist aber böse, ne? Jo, ich hab's nicht vergessen, dass es euch gibt. Tobi hat mich gewarnt, ich soll alle Kisten ab jetzt schlagen einfach. Also, ja. Weißt du, warte, ich mach dich mit meinem Schwert kaputt. Das ging beim letzten Mal auch so einfach. Na, was heißt einfach? Und und wow. Und ja, kick mich weg. Kick it like Beckham. Wer den Film kennt, ich kenne ihn. Ich musste ihn in der Schule gucken. In welchem Fach? Ich glaube Rallye. Oder war es Englisch? Ach, ich glaube es war Englisch. Oh. Und der hat eine Kristallhellebarde. Geil. Dauert noch so gut 4 Stunden bei deinem Progress bis du bei Smaug bist. Oh Gott. Ja, 4 Stunden habe ich noch Freiheit. Danach geht's ab. Ja, das war der Move. Komm mal bitte mit rein, ne? Kommst du mit rein? Müsste. Ja, ja, da kommt mit. Schön. Hier drin kämpfe ich nämlich lieber. Hier kenne ich mich schon aus. Ja, noch ein Stück. Und jetzt. Okay, dein Schild ist echt scheiße. Diesmal nicht. Diesmal habe ich die Taktik raus für die Doppelschläge. Spring doch noch ein paar Mal zurück. Oh ja, ja stimmt, das war wieder der Doppelschlag. Nein, verpiss dich. So, jetzt kannst du wieder. Och Mann. So, wunderbar. Gut, Tobi schreibt immer abwechselnd dort und ab und zu dort. Deswegen muss ich halt immer switchen dann. So, du musst jetzt den Fahrstuhl nehmen. Für den anderen Weg bist du zu low. Also sprich, für diesen Weg hier jetzt bin ich zu low, oder? Für den hier. Schreib's mal bitte in den Chat. Nicht hier bei Steam, sondern ne, bei Hitbox. Also für den Weg hier wäre ich jetzt zu low. In dem Fall. Dann muss ich doch runter zum Schloss von Gwyn, der fetten Sau. Naja, so lang scheint der Weg ja... Ach, guckt mal, die Brücke ist nicht ausgefahren. Ich dachte schon, ja, so lang ist es ja nicht, bis ich drin bin. Drauf geschissen, ey. Aber da hat es einen Geheimweg, glaube ich, guckt mal. Ich glaube, da hat es einen Geheimweg nach unten, unter die Brücke. Geil.
Ja, und dir die Lord Vessel holen. Die Lord Vessel. Alles klar, dann holen wir uns jetzt Lord Vessel. Wer oder was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich der nächste Boss. Oder, ja, Lord Vessel hört sich schon nach Charakter an, nicht nach Waffe oder Gegenstand. Also holen wir uns die Lord Vessel. Oh Mann, bin ich gespannt. Ach, wisst ihr was? Die zwei Estusse, da muss ich jetzt auch nicht irgendwie geizen wegen zwei. Die hole ich mir. Ich kann jetzt eh nochmal aufleveln. Das ist super. Und ich gehe nochmal auf Stärke. So. Ich werde den voll stark machen. Nachher habe ich voll wenig Energie, aber bin super stark. Ist das nicht toll? Meine Ausdauerleiste könnte schon doppelt so lang sein. Hätte ich einfach nur auf... nicht Ausdauer, ich meine... Meine Lebensleiste könnte schon doppelt so lang sein, wenn ich Interesse daran gehabt hätte, wie so ein Schwächling hier rumzulaufen. Habe ich aber nicht. So, es schraubt sich gleich wieder hoch. Schrauben. Wunder. Das erinnert mich ein bisschen an Hogwarts. Mit dem Hochschrauben. Dumbledores Büro. Aber passt mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, das dreht sich doch. Aber wieso dreht sich die Plattform, wo man draufsteht, dann nicht? Seltsam. Mysteriös.